Moin, es ist Freitag, der 28.02. und am Sonntag, den 1.03. findet Jacks erste Ausstellung statt. In der Vorbereitungszeit hat Uta extra ein Seminar besucht, sich zeigen lassen, wie man Jack ausstellt, geübt, wie man Jack ausstellt. Und bei jedem Sonnenschein hat sie weitergeübt und ich musste Fotos machen. So hatte sie auch heute am Freitag geübt und ich habe wieder ein paar Fotos gemacht. Doch dann kam Corona. Der Bundesrat der Schweiz verbot Veranstaltungen mit über 1000 Personen. Im Kanton Bern, wo die Ausstellung stattfand, bestand eine Genehmigungspflicht ab 150 Personen. Und so kam es, wie es kommen muss. Die Ausstellung wurde aufgrund der Coronavirus-Situation verschoben. Sie wird noch in diesem Jahr zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. CAC Clubshow der Spanier Club Schweiz, 1. März 2020. Wer mitgelesen hat, sieht, dass da oben nicht Coronavirus, sondern Coraonavirus steht. Waren das schon die ersten Konzentrationsschwächen durch Infektion? Naja, die Ausstellungsübungen fanden jedenfalls irgendwie umsonst statt. So gingen wir abends enttäuscht ins Bett und träumten vom Coronavirus. Ich sag dann mal, gute Nacht. Guten Morgen. Okay, dank Corona findet zwar Jacks Ausstellung nicht statt, aber eine Tour in Campo Arno darf immer noch stattfinden. Also los geht's. Etwas über 50 Liter Frischwasser auffüllen, das sollte für eine Nacht reichen. Ein paar Sachen aus dem Kühlschrank in der Wohnung nehmen und reinpacken in den Kühlschrank von Campo Arno. Der Sonnenschein bringt zwar nur 5 Watt auf der Solarzelle, aber es reicht immerhin, um die Wohnraumbatterie komplett zu füllen. Jetzt geht's ganz schnell wie dieser Sportwagen hier in den nächsten Stau. Ja, auch am Samstag finden wir einen Stau, nicht nur Freitagabends. Die heutige Gassi-Runde findet in der Nähe des Zürichsees statt. Nein, Campo Arno ist hier nicht einseitig beladen, der steht wirklich so schief auf diesem Parkplatz. Und schon geht's los. Und was ist? Natürlich Wasser. Und wer ist da wieder drin? Wer genau hinguckt, sieht schon Samson da hinten rumplanschen. Jetzt sollte er wirklich aufgefallen sein. Ein bisschen reingezoomt. Und Spaß gehabt. Die Caches, die wir heute machen, heißen Felseneck und das hier ist die namensgebende Location dazu. Ein wenig windig hier oben an der Kante. Leinenlos für ein klein wenig Schneespaß. Hobby. Dann noch ein wenig Schneespaß im Doppelpack. Zwischendurch mal wieder einen Cashfund. Samson findet natürlich auch ein paar Geocaches. Wie eigentlich immer auf jeder Tour. Einfach nur aus dem Brunnen trinken, das wäre nicht Samsons Stil. Dann doch lieber wieder im Brunnen liegen und noch ein bisschen Wasser von oben über den Kopf tröpfeln lassen.
Doch. Unter den kritischen Augen von Samson findet, birgt und apportiert Jack den Cash. Wunderbar, so soll's doch sein. Gut gemacht. Hier wissen wir genau, wo der Cash ist. Jack weiß es nicht so genau. Die Suche läuft ein bisschen hektisch und unkoordiniert. Er ist direkt hinter dem Baumstumpf, der Cash. Aber schließlich kommt er doch zum Erfolg. Und jetzt ist der Moment, wo, wenn man drei Retriever hatte, irgendwie doch ein bisschen am Verzweifeln ist. Wieso will dieser Hund diesen Cash nicht apportieren? Jeder Flat würde sich freuen, hier zu Frauchen oder Herrchen zu kommen und sich eben halt den Lob oder die Aufmerksamkeit zu holen. Und er belohnt sich jetzt selber und rennt hin und her. Das ist jetzt der Moment, wo man entweder völlig verzweifelt oder es mit Humor nimmt. Wir waren hier mit gemischten Gefühlen unterwegs. Und Jack ist dabei so out of control, der sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Boah, voll gegen Baum gelaufen. Oh Mann. Dann noch eine ganz dreiste Spielverbeugung und Utas verzweifelte Hoffnung, dass vielleicht Samson die Dose fängt. Jack. Jack. Komm mal her hier. 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 Im Nachhinein ist es eigentlich mehr witzig, aber wenn man gerade in dieser Situation steckt, ist es ja, doch echt frustrierend. Eine Minute 45 hat es gedauert vom Fund bis dann, wo Uta den Cash endlich in der Hand hielt. Zum Entspannen gab es dann noch auf einer Bank eine kleine Pause mit schöner Sicht auf den Zürichsee und einem kurzen Zeitrafferfilm. Kleiner Flecken Schnee und Samson mittendrin. Und dann gab es noch diesen Dalmatiner, mit dem Jack noch eine ganze Weile und schön gespielt hat. Hier zeigt mir Samson, wo seine Nase meint, dass der Cash sein müsste. Und tatsächlich, da ist er. Lass den nicht von Jack machen. Hier sieht man, wie ein Retriever, was auch immer, zu wem auch immer, freudig und zielstrebig apportiert. Um anschließend zuverlässig den gleichen Gegenstand zurückzuapportieren. Und Hobby. Ist dein Hobby jetzt hier sitzen? Hm? Dann gab es noch ein, zwei Caches für Samson. Und kurz vor der Rückkehr zu Camper Arno trafen wir dann den hier. Der war echt gut gemacht. Über 9 Kilometer und 4 Stunden waren wir unterwegs.
Auf dem Stellplatz noch eine letzte kleine Gassi-Runde. Tja, nochmal an den Coronavirus erinnert. Und gute Nacht. Guten Morgen. Inzwischen scheint die Sonne schon recht stark. 45 Watt über die Solarzelle ist nicht schlecht. Wir sind hier in Willisau oder Willisau? Man weiß es nicht so genau. Täglich von 0 Uhr bis 24 Uhr pro Tag 10 Franken. Hätten wir dann um Mitternacht nochmal nachwerfen müssen? Ich weiß es nicht. Wir haben es nicht getan. So, noch schnell Grauwasser entsaugen. Und dann geht's auch schon zu unserer nächsten Geocaching-Runde, der letzten heute am Sonntag. Und inzwischen scheint die Sonne sogar mit 56 Watt auf unsere Solarzelle. Das ist die kleine, aber feine Kapelle St. Ottilien. Die ist 1669 gebaut worden. Die gab es schon vorher, aber in der Form seit 1669. Und so sieht sie von drinnen aus. An der Tür hier steht, dass der Opferstock öfters ausgeraubt wurde und man bittet um Hinweise. Ein paar Frühlingsboten am 1. März. Auf dieser Runde gibt es nicht nur Wind, sondern natürlich auch ein paar Geocaches. Ab und zu gibt es auch mal einen schönen Blick auf die verschneiten Berge. Unsere vierbeinigen Begleiter haben jedoch mehr einen Blick für die Bäche und die Füße in den Bächen. Check auch gleich, man muss noch einen Augenblick warten. Ein Indiz dafür, dass es heute recht warm war, ist die um den Bauch gebundene Jacke. Das sind ein paar Watt mehr, als wir auf unserem Camper haben. Die Solarzellen hier bringen heute bestimmt ordentlich Watt. Ja, und da sind wir auch schon wieder auf Sichtweite von der St. Ottilien-Kapelle und somit nicht mehr sehr weit weg vom Camper Arno. Die Jungs haben aber erstmal noch ein bisschen Spaß im Wasser. Thank you.
608 Kilometer in knapp 2,5 Stunden. Noch einmal die Aussicht genießen. Und dann sind wir auch schon wieder zurück bei Camper Arne. Und somit war es dann eigentlich auch schon mit dem Wochenende. Und es geht wieder nach Hause. Danke fürs Gucken. Tschüss. Yes, wir hatten das ganze Wochenende über das Radio immer wieder laufen. Und irgendwie fühlte sich dieses Wochenende an wie die ersten 5 Minuten eines Weltuntergangsfilmes, an dem am Ende die Zivilisation zusammenbricht.